Ja, mein Name ist Claudia Steinberg. Ich bin Professorin für Tanz- und Bewegungskultur hier am Institut für Tanz- und Bewegungskultur. Und wir befinden uns hier im Musischen Forum, genannt MUFO. Das ist ein ganz zentraler Ort an der Sporthochschule, wo Bewegung, Bewegungsrecherche, Aufführung, Performance zusammenkommen. Wir haben am Institut drei Forschungsschwerpunkte. Zum einen Fragestellungen im Bereich der kulturellen Bildungsforschung im Tanz. Dann geht es auch um domänenspezifische Praktiken, um die Forschung in diesem Feld, sowie um Digitalität und Tanz als einen ganz aktuellen Forschungsschwerpunkt. Genau, im Forschungsprojekt zur Digitalität und Tanz, da begleiten wir das Projekt Digitanz, Hashtag Digitanz seit 3 Jahren. Und hier geht es darum, dass wir aus dem Bereich Tanzkunst im Bereich bekannte digitale Tools auf den Bereich Vermittlung anwenden. Und hier haben wir eine App entwickelt mit unserem Kooperationspartner Motionbank, die dafür da ist, dass sie im Unterricht eingesetzt werden kann, in Vermittlungsprozessen, in Vermittlungssituationen. Und die hat wesentliche Tools, beispielsweise Mr. Griddle, das ist so eine Strichmännchenfigur, die zur Bewegungsfindung anregen soll, oder auch das Tool Wortwolke. Hier geht es darum, bewegungsnahe Adjektiven und Verben zu finden, um in Improvisationsprozesse einfacher einsteigen zu können. Ich würde euch gerne diese Aufgabe, den Mr. Griddle, nachahmen lassen. Ihr müsst nicht direkt die Erstbeste nehmen, sondern schaut euch das an und dann geht ihr in eine der Posen einfach langsam rein. Ihr ahmt sie nach. Und wenn ihr euch jetzt mal die verschiedenen Mr. Griddles anguckt, dann fällt euch auf, dass da eventuell mehr Gelenke in den Körperteilen vorhanden sind, als der menschliche Körper hat. Das ist also jetzt nicht zwingend, dass die genau so aussieht, sondern die Pose, die Figur ist mehr so eine Anregung, etwas Neues zu probieren. Das Ziel der App ist, zur kreativen Bewegungsfindung anzuregen. Es geht nicht darum, etwas zu messen. Und die Idee ist auch, dass immer eine Lehrperson die App sozusagen anwendet und begleitet, sie aber auch selbstständig von Teilnehmenden genutzt werden kann.